Hallo, meine lieben Kreativen. Heute geht's zum 19. Türchen und erstmal schauen wir, was wir so an Geschichten noch haben. So, ich darf wirklich mal rückblättern hier. Was haben wir denn noch nicht vorgelesen? Ach, hier ist noch was. Ja, ein paar haben wir ja noch. Auf geht's. Es schneit, es schneit. Es wurde höchste Zeit. Der Wind, der lädt zum Rödeln ein. Nee, wir fangen von vorne an. Es schneit, es schneit. Es wurde höchste Zeit. Der Wind, der lädt zum Rodeln ein. Und endlich freut sich groß und klein. Es schneit, es schneit, es schneit. Alle Jungen, alle Mädchen aus dem Dorf und aus dem Städtchen eilen in den Schnee hinaus. Hallo, hallo, hallo. Wenn wir rote Wangen kriegen, manche auf der Nase liegen, darum gehen wir noch lange nicht nach Haus. Es schneit, es schneit. Es wurde höchste Zeit. Der Wind, der lädt zum Rodeln ein. Und endlich freut sich groß und klein. Es schneit, es schneit, es schneit. Vor der Haustür nebenan stand heut früh ein weißer Mann, der hielt einen Besen in der Hand. Jeder blieb ein Weilchen stehen, sich den Alten anzusehen, weil der Schneemann gestern nicht dort stand. Es schneit, es schneit, es wurde höchste Zeit. Der Wind, der lädt zum Rodeln ein und endlich freut sich groß und klein. Es schneit, es schneit, es schneit. Jo, so, jetzt gucken wir mal, was in Büchlein ist, was da drinnen schneit, was da reingeschneit ist. Gucken wir mal. Nummer 19. Oh, mein Schisskinne. Jetzt stolper ich schon über meine Tasche hier. Nee. So. Nummer 19. Na, dann gucken wir mal, wer sich darin verbirgt. So, tada! Ui, jo, Karos Kraftkorne. Die liebe Karo. Ja, die liebe Karo hat auch einen wunderschönen Bastelkanal. Und da habe ich auch ein bisschen rumgeschaut und habe ein Bastelvideo gefunden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich mich inspirieren lassen und was Tolles draus gezaubert. Die liebe Karo hat ja auch einen süßen Hund. Und da habe ich gedacht, mache ich auch mal was, wo meine liebe Luna drin verewigt ist. Und zwar ein Bilderrahmen. So ist der geworden. Auch so mit Schnörkeln, so wie es die Caro gemacht hat, die Liebe. Und da ist die kleine Luna drin. Da liegt sie auf dem Kissen und im Hintergrund ist unser Spiegelschrank. Und da kann man sie nochmal sehen oder guckt sie so nach oben. Das finde ich niedlich. Jo. Und der Umschlag, wollte ich ja schon sagen. Der Bilderrahmen ist ganz einfach gemacht, einfach so gefaltet, dann zugeklebt und hier drinnen so plastisch, so in der Mitte so das Bildchen eingeklebt. Und dann kann man hier hinstellen und dann hat man auch gleich eine Standmöglichkeit dafür. Finde ich eine schöne Idee. Jo, wie gesagt, die liebe und auch einen schönen Bastelkanal. Den verlinke ich euch in der Infobox. Und das Video, wovon ich mich inspirieren lassen habe, das kommt gleich im Anschluss. Und jetzt suchen wir mal ein Plätzchen für die Karte. So, da habe ich jetzt ein Plätzchen gefunden. Ja, wird langsam wirklich eng hier. Ein paar Sachen haben wir ja noch. Naja, dann schauen wir mal, was es morgen ist. Bis morgen, meine lieben Kreativen.